Ach, Leute, willkommen zurück bei Ocarina of Time. Ja, Prinzessin Zelda befindet sich hier. Zelda, könnte man auch sagen. Ja, und sie ist gefangen. In diesem netten kleinen Cooper Hotel. Sie ist ein permanenter Gast in diesem Hotel. Und wir wollen sie nun da rausholen. Und das ohne Enclosed Instruction Book. Ob das hinhaut? Da hilft nur eins. Wir müssen das ganze Haus einfach mal in die Luft jagen. Ich glaube, was anderes bringt nichts. So, das müsste reichen. Moment. Ha, hat nicht gereicht. Na gut. Dann gucken wir halt mal, was die Weisen für eine Idee haben. Link, hörst du mich? Hier spricht Rauru. Die sechs Weisen sammeln ihre Kraft um eine Brücke zum Portal vor Ganondorfs Schloss zu legen. Na, 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 na. Der Wachturm des Schlosses, auch der Teufelsturm genannt, wird von sechs Siegeln des bösen blockiert. Na, 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 brich die Siegel, dringe in den Turm ein und rette Prinzessin Zelda. Na, 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 na. Egal. Oh, guckt mal. Glitzerstaub fällt vom Himmel. Ha, Link hat einen richtig schönen Game-Moment gerade. Nein, schaut nur, was sie geschaffen haben. Eine Brücke. Hey. Lecker. Endlich können wir über diesen riesengroßen See von Konfitüre marschieren. Richtig schön. Aber vorher sage ich Squadala! Entschuldigt. Na gut. Komm. Sollen wir mal eine Challenge machen? Ich versuche das mal, jetzt hier ohne Geschwindigkeitsbegrenzung einfach mal über die Brücke zu schaffen. Na komm, so ist langweilig. Okay, war viel zu einfach. Egal. Wir haben den Teufelsturm betreten. Hier ist der Teufelsturm. Was erwartet uns beim Teufelsturm? Ich rüste einfach mal die Bomben aus im Teufelsturm. Schaut mal, da vorne sind die ersten beiden Gegner des Teufelsturmes. Ihr könnt ja mal zählen, wie oft ich in diesem Part Teufelsturm sage. In diesem teuflischen Teufelsturm-Part, der so teuflisch ist, dass er im Teufelsturm spielt. Wahnsinn. Bin ich heute etwas kindisch? Wer weiß, kann schon sein. Auf jeden Fall. Ja, Leute. Hier ist der auch schon. Ja, der Eingang zu Ganons Gemächern. Also, betreten wir den Eingang. Ich weiß ja gar nicht, was jetzt passiert. Link. Mal ganz im Ernst. Was hält dich hier auf? Sieht halt aus, als würde es ein bisschen streng riechen. Mein Gott, ist halt mal so. Aber gut. Ja, Leute, ihr seht, was hier passiert. Das ganze Ding ist natürlich magisch versiegelt. Das darf in keinem guten Spiel fehlen, dass irgendetwas magisch versiegelt ist. Und wir wollen diese Siegel nun brechen. Und bevor wir uns daran machen, gibt es einen ganz bestimmten Teil dieses Turmes, mit dem ich ganz gerne anfangen würde, weil wir dort nämlich noch ein weiteres Item bekommen. Auch in diesem Dungeon. In diesem letzten großen Dungeon gibt es nochmal ein Item für uns. Es ist nicht... Ja doch, es ist wichtig. Genau. Moment, ich zeige euch mal, wofür es überhaupt wichtig ist. Bevor ihr euch wundert, wozu braucht man denn dieses Item überhaupt? Ihr seht hier diesen Felsen. Haha, Link hat doch jetzt die Krafthandschuhe. Damit kann doch eigentlich gar nichts schief gehen. Ha. Aktion, aber irgendwie tut sich nichts. Was ist denn da los? Link, das wird doch wohl nicht zu schwer für dich sein. Tja, Leute, es ist zu schwer für ihn. Das heißt, Link muss noch ein bisschen an Kraft gewinnen. Er muss entweder noch ein paar Fruchtzwerge essen oder... Ja. Erstmal nochmal pumpen gehen vorher, irgendwie sowas. Und... Ja. Oder aber er sammelt sich ein ganz bestimmtes Item. Sozusagen ein Upgrade für die Krafthandschuhe. Es handelt sich um nichts Geringeres als die Handschuhe von Oliver Kahn persönlich. Die Titanenhandschuhe.
Na gut, gehen wir hier rein, ins Schattensiegel. Hier sehen wir diesen netten Kerl. Hier sehen wir eigentlich generell viele schöne Sachen. Wir rüsten mal unsere Feuerpfeile aus. Und am besten auch das Auge der Wahrheit. Da sollten wir vielleicht mal als allererstes durchgucken. Ihr seht, noch nichts. Oder vielleicht doch? Ja. Ganz hinten könnt ihr es vielleicht ganz, ganz schwach erkennen. Da verschwindet ein Weg, wenn wir das Auge der Wahrheit wieder ausmachen. So. Das heißt, wir müssen leider auch von hier hinten ein bisschen Zielgenauigkeit beweisen. It burns! It burns! It burns! Du hältst mal die Schnauze, Moment. Ich zeig dir jetzt mal die Riesenwirbelattacke. Ja, ich gebe zu, diese Attacke gibt es nur in Twilight Princess, aber mit dem Bigoron-Schwert ist es tatsächlich sowas wie eine Riesenwirbelattacke. Ja, wunderbar. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja. Gut. Aber wie kommen wir nun hier rüber? Fragen über Fragen. Ob das wohl mit einem Sprung oder mit den Flügelschuhen reicht? Probieren wir es aus. Nein, keine Sorge, das machen wir nicht. Wir machen das Folgende. Und zwar, wir müssen leider nochmal unsere Feuermagie bemühen. Denn dann erscheint auch vor uns ein weiterer Weg, der uns sicher herüberbringt, sofern wir nicht zu doof sind. Ja! Sehr gut. Und das war ganz wichtig, Leute, dass wir diesen Schalter gedrückt haben. Sieht nett aus, der Boden, finde ich. Der hat eine richtig schöne Färbung. Ein richtig schöner Boden. Boden! Ach ja. Alex ist auch begeistert von diesem Boden. Boden! Wer sonst? Wenn nicht er. Gut, was befindet sich denn da drin? Gut, Leute, ich hab's ja schon gespoilert. Da drin befinden sich die Handschuhe von Oliver Kahn. Die Titanhandschuhe. Du fühlst noch größere Kraft in den Armen. Damit kannst du sogar den Torpfosten aus der Verankerung reißen. Yeah! Fühl dich einmal im Leben wie Oliver Kahn. Das ist unsere Mission. Eine Mission, die bedeutet, Link, schießt bitte nochmal einen Pfeil. Klappt das eigentlich von der Entfernung? Es klappt. Ah ja. Gut. Hätte man nämlich dann auch von hier nochmal schaffen können, wenn man... Ja, genau, falls man es versaut hätte. Genau, okay. Ansonsten macht das relativ wenig Sinn, eigentlich nochmal die Magie zu betätigen, weil alles Weitere erreichen wir dann mittels Flügelschuhen, beziehungsweise... Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass das von hier sogar reichen würde, darüber zu kommen. Was uns eigentlich insofern nichts gebracht hätte, weil wir ja erst diesen Schalter hier betätigen müssen, aber es reicht nicht ganz. Okay, gut. Na gut, Leute, dann wird es Zeit, ja, das Auge der Wahrheit zu verwenden. Denn mit den Flügelschuhen hätten wir das nicht geschafft. Auch nicht mit der Feuermagie, die hätte keinen weiteren Weg erscheinen lassen. Nur mit dem Auge der Wahrheit. Vertraut euren Augen nicht zu sehr, Leute. Das wurde uns im Schattentempel gelehrt und hier bewahrt es sich wieder. Ihr merkt es also. Und ihr habt es euch sicherlich schon denken können, das Schattensiegel enthält natürlich tatsächlich Elemente aus dem Schattentempel. Und, ja. Alles Weitere? Alle weiteren Siegel sind natürlich dann auf ähnliche Art und Weise. Das hier hätten wir dann aber erstmal hinter uns gebracht. Öffnen wir die Tür und schauen, wer sich dahinter befindet. Wer könnte das sein? Bin ich denn blöd? Warum
Jetzt habe ich die Magie schon verschwendet. Erstmal die Krüge zerkloppen, das ist vielleicht ein bisschen besser, weil... Ach, ihr werdet gleich sehen, warum. Schauen wir erstmal, wer sich hier eingenistet hat. In diesem netten Kokon. Impa? Das Schattensieger ist gebrochen. Bitte rette die Prinzessin. Wieso rede ich sie jetzt so? Egal. Impa? Wir hören doch immer auf dich. Wow. Das sah komisch aus. Danke, Emulator. Ah. Das Schattensiegel wäre gebrochen. So, Leute. Und damit verabschieden wir uns auch schon aus Ganon Schloss. Das war's. Unsere einzige Mission war es, das Schattensiegel zu lösen. Das haben wir hiermit eindrucksvoll geschafft. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Das war mein Let's Play. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Ja. Auf Nimmerwiedersehen, weil ich schon jetzt auch mit dem Let's Play in euer WeHawk LP. So könnte ich mich eigentlich wirklich verabschieden. Einfach sagen, so, wir haben jetzt Ganon besiegt. So, okay, hören jetzt auf. Das war meine Let's Plays auf WeHawk LP. Bis irgendwann mal. So völlig lieblos. Kein großes Trara machen. Kein großes melancholisches Abschiedsvideo oder sonst was. Ah. Wer braucht denn auch sowas? Nee. So Leute, ich habe nämlich was Nettes vor. Jetzt wo wir die Titanenhandschuhe haben, können wir nämlich hier zunächst mal ein bisschen aufräumen. Komm, mir sind diese ganzen Felsen sind mir eigentlich viel zu sehr im Weg und... Eigentlich sind die mir auch ein Dorn im Auge und ich finde, hier hätte man auch ganz gut eine Skulptur noch verstecken können. Ich habe nie verstanden, warum hier keine war. Als Kind hätte ich wetten können, dass hier eine war. Wirklich. Und ich bei fast jedem Durchgang, wenn ich irgendwie noch eine gesehen habe, dass mir noch eine Skulptur in Hyrule fehlt, habe ich immer noch mal geguckt, ob sie nicht hier bei diesen Steinen war. Aber nö. Hier haben sie einfach keine versteckt. Diese Möglichkeit haben sie einfach versaut. Dabei wäre das ideale Versteck gewesen. So sind diese ganzen Felsen, die zu zertrümmern, ist eigentlich vollkommen nutzlos. Naja, was soll's. Gut, Leute. Schauen wir mal, was Link mit der Kraft des Oliver Kahn alles anrichten kann. Haha. Bisschen übertrieben, aber hey. Er kann's halt. Das muss der stärkste Link in der gesamten Zelda-Geschichte sein. Oh nein. Meine Fanquelle. Was hat es damit auf sich? Aber auf der anderen Seite, wir können natürlich mal wieder dadurch unsere Energie natürlich auch wieder auffrischen. Hat ja was für sich. So. Gucken wir mal, was die uns gibt. Sicherlich irgendwas Nettes. Ja komm, wir kennen deinen Auftritt mittlerweile schon. Du lachst uns doch nur aus. Ja, auch das Prozedere kennen wir inzwischen. Oh, die Fee des Mutes. Aha, das heißt, die passt perfekt zu meinem Triforce-Symbol. Vielleicht sollten wir sie mal zum Essen ausführen. Nein, sie verstärkt unsere Abwehrkraft gegenüber feindlichen Attacken. Oh, süß. Haha. Wenn du mir jetzt noch die Magieleiste wieder auffüllst, bin ich sehr zufrieden. Ja. Die Abwehrkraft wurde verstärkt. Gegnerische Angriffe fügen dir ab jetzt nur noch halb so viel Schaden zu. Bist du vom Kampf erschöpft? Ja, das kennen wir ja. Ich klang jetzt ein bisschen undankbar, oder? Egal, jedenfalls haben wir damit nun die absolut, ja, größtmöglichste, bestmöglichste Energieleiste bei uns. Na gut, naja, nicht. Wobei eigentlich ja nicht ganz. Warum sind jetzt die ganzen Felsen nachgewachsen? Warum?
Egal. Und auch nur die grauen, seltsamerweise. Die wir zerschmettert haben, nicht nur die, die wir weggeräumt haben. Wer hat die da wieder hingestellt? Das will ich jetzt aber gerne mal wissen. Naja, was soll's. Jedenfalls, ja, sind wir jetzt energietechnisch sehr, sehr gut ausgerüstet. Von daher sollte doch jetzt in Ganon Schloss gar nichts mehr schief gehen. Und was uns bei den anderen Siegeln erwartet, Leute, das zeige ich euch dann im nächsten Part. Bis dann!